In einer Szene des Films steht Sedan Attic mit einer Schwester eines der Opfers von Utoya aus dem Jahr 2011 an einem Billardtisch. Und beide sagen sie, let's destroy the Nazis and the political Islam. Und ich glaube, dieser Satz steht auch sinnbildlich dafür, was der Film mit meiner Vorstellung über die mediale Persönlichkeit Sedan Attic gemacht hat. Ich hatte ein konkretes Bild von ihr, habe das versucht, multiperspektivisch zu sehen. Aber mit diesem Film habe ich einfach noch mal ganz unterschiedliche Facetten der Person Sedan Attic gesehen. Die Menschenrechtsaktivistin und Rechtsanwältin zeigt in diesem Film ganz intime Einblicke, sehr private Geschichten und aber auch aufwühlende Botschaften, die sie den Menschen mitgibt. In einer anderen Szene siehst du sie mit ihrem Neffen, für den sie eine sehr wichtige und tragende Rolle in seinem weiteren Lebensverlauf hat, spazieren und sie sagen, they want to divide us from each other. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den dieser Film uns mitgeben will als Botschaft, dass man sich nicht von irgendwelchen Ideologien, Vorstellungen in eine bestimmte Form pressen lassen soll, sondern versuchen soll, in dem Dialog miteinander zu lernen. Wenn ich den Film betiteln würde, würde ich sagen, der handelt von Ambiguitäten, Ambivalenzen, Transparenz, Zerwürfnissen mit der eigenen Vorstellung, was auch wehtut und aufrüttelt, aber auf jeden Fall eine neue Perspektive aufzeigt, nicht nur auf die Person Sedan Attic, sondern auch auf die Welt, wie sie ist, vielseitig, facettenreich, durchaus bewegend, nicht immer im Konsens, auch im Dissens, aber das bedeutet nicht, dass man nicht in einen Dialog kommen kann.